Wir haben gelernt, wenn inzwischen auch die größten und schnellsten Autos in Berlin von zwei Radfahrern überholt werden, dann könnten es diese beiden gewesen sein. Jürgen Vogel und Thomas Heitze. Nie außer Atem. Nie geschwitzt. Genau. Heute in unserer Show, seit 25 Jahren befreundet. Wo habt ihr euch kennengelernt? Auf der Berlinale 1989 oder 90. Eins dieser zwei Jahre. Keine Zahlen jetzt sagen. Das ist rechnen Leute okay. Nach. Das alte Säcke. Und das war Liebe auf den ersten Blick? Ja, kann man, also ich habe Thomas ja vorher schon gesehen im Film. Und habe ja so gedacht, der guck mal hier, der spielt so Strasberg und der macht das echt gut. So Schauspielergedanken, dass man so denkt, wie spielt er denn die Hände so in den Armen und so bestimmte Techniken, weißt du so? Und dann ist so, das macht er ja echt. Und das siehst du sonst bei den Schauspielern immer, wenn die so, ne, das ist ja eigentlich so ein Spiel halt. Und dann habe ich ihm das auch gesagt, als ich ihn gesehen habe. Ich so, du machst es echt geil, so mit Strasberg und so. Und man merkt es nicht. Du hast es echt super gemacht. Das stimmt, das hörst du. Ich gleich gestänkert. Jörg, man muss vielleicht sagen, Strasberg war ein berühmter Lehrer in New York, der eine bestimmte Technik hat. Schau, ja. Sonst bleibt das so eine. Aber auch ein geiler Satz, du spielst Strasberg und man merkt es nicht. Ja, genau. Method Acting eben. Method Acting, was die ganzen Jungs, angefangen mit Marlon Brando bis über Al Pacino und so weiter, alle eben machen. Ja, ja, klar. Nee, ich habe zu Jürgen gesagt, und ich kenne dich auch. Du bist doch der Jürgen Vogel. Ich habe dich gesehen bei so einer Serie, die Journalistin oder die Reporterin Rena Demirkan. Und der spielte Neonazi. Und das fand ich so super beim Durchseppen. Blieb ich da wirklich hängen und dachte, oh, wer ist das denn? Scheiße, der ist ja gut. Den muss ich mir angucken. Vielleicht sogar besser. Jetzt habt ihr für die neue Krimireihe Blochin. Ja. Gemeinsam vor der Kamera gestanden. Ihr spielt zwei Ermittler der Berliner Mordkommission. Mhm. Was war uns zuerst da? Das Drehbuch oder der Wunsch, miteinander zu arbeiten? Der Wunsch, zusammen zu arbeiten, den haben wir schon ganz lange gehabt. Also wir haben ja auch schon zusammen gedreht. Wir haben ja schon Verfolgungsjagden auch mit dem Fahrrad gemacht. Ja, genau, daneben weggeweiht. Ja, in so einem Film, wo wir noch Schüler gespielt haben und deswegen auch ein Fahrrad. Weil wir haben geträumt natürlich von so Ami-Schlitten-Verfolgungsjagden. Und der Regisseur so, nee, ihr seid doch in der Schule. Kenn ich nicht. Ihr seid mit dem Fahrrad in die Klasse gefahren. Und so, also so lange kennen wir uns schon. Also die Serie Blochin startet am nächsten Freitag im ZDF. Was unterscheidet diese Serie von anderen in diesem Sujet? Naja, eine ganze Menge. Aber alles. Ich würde auch sagen, alles. Also inhaltlich in jedem Fall. Ja. Also es gibt ja wirklich, sagen wir mal so, es ist eine der ersten Serien, die sich auch der horizontalen Erzählweise bedient. Das heißt also, nicht jede Episode ist eine in sich abgeschlossene Geschichte. Sie geht über viele Folgen. Es fängt an und wenn man es dann bis zum Ende durchguckt, dann hat man es auch alles verstanden. Dann macht es erst Sinn. Was ist anders, wenn man mit jemandem spielt, den man kennt? Also prinzipiell mag ich Vertrauen und ich mag auch so eine familiäre Atmosphäre. Also wenn man Menschen kennt, kann man auch einfacher gemein sein zueinander. Also das Vertrauen gibt einem natürlich viel Möglichkeiten und viel Freiheiten sozusagen, weil das alles in diesem Schutz der Freundschaft auch passiert. Also es ist einfacher, es ist schöner, finde ich, einfacher. Das zählt ja auch die Arbeit mit dem Regisseur oder so, den ich ja auch nur schon ewig kenne und so. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Auch das Team ist so, dass wir die schon ganz lange kennen. Und wir dürfen halt jetzt, der Unterschied ist im Grunde genommen, dass wir eigentlich alles dürfen. Also vor 5 Jahren hätte man so eine Serie wie Blochin gar nicht machen können, auch nicht beim ZDF. Muss man sagen, wir sind da auch so ein bisschen reingerutscht, wir haben die auch ein bisschen überlistet. Und die haben den Mut, jetzt das auch zu machen. Das ist schon auch was sehr Mutiges, auch Warum? Vom ZDF. Weil die Figuren wesentlich weitergehen. Also hier geht es eben nicht nur um Schwarz und Weiß und dass ein Polizist einfach auch Dinge tut bei uns, die er vielleicht im Fernsehen sonst noch nicht getan hat. So, also bei uns geht es halt um das, wie oft in Filmen, die wir machen, um das Gute und das Böse, was sich manchmal miteinander vermischt. Mhm. Also der Glaube sozusagen, dann ist eben Gott auch in uns, aber der Teufel gleich dabei. Ja. Also und man muss halt gucken, wie die Grautöne sich sozusagen, zu welcher Seite sie sich neigen. Und das ist halt in den Geschichten so und auch in den Menschen so. Wir sind halt Menschen, fehlerhaft, mit vielen Schwächen und Fehlern. Und, aber auch guten Dingen. So, man ist nicht nur schlecht, man ist nicht nur gut. Das vermischt sich wie bei jedem Menschen. Und deswegen ist ja, und dadurch auch, ja auch überhaupt nicht vorhersehbar. Also es gibt wirklich unglaublich viele Wendungen, Wandlungen innerhalb der Figuren, auch die man beim besten Willen nicht vorhersehen kann. Und das Ganze macht es natürlich dann auch sehr spannend. Jeder Mensch ist auch gut und auch schlecht. Was kann er jetzt besonders gut so als Privatmensch? Jürgen, als Privatmensch. Jürgen,
sagen wir mal so, es gibt Menschen, die in einer Auseinandersetzung immer den Fehler bei jemand anders suchen. Jürgen kann wahnsinnig gut den Fehler bei sich selber suchen. Beziehungsweise, ich finde es großartig, dass er das macht. Dass er wirklich erstmal bei sich selber anfangen würde. Und als Freund ist er der beste Ratgeber, den man sich wünschen kann. Also, weil er wirkt jetzt gar nicht so schlau, aber er ist wirklich... Ab und zu sagt er was Gutes. Aber weiß wirklich viel über das Leben. Ja, ja. Und wie ist es bei dir? Was schätzt du an ihm? Der loyalste Freund, den man haben kann. Ist einfach so. Thomas ist wahnsinnig loyal. Oder wenn ich davon... Ich bin ein großer Fan von tollen Vätern. Also wenn ich, das ist für einen Mann, der selber Vater ist, auch schön zu sehen, dass es noch andere Väter gibt, die das mit Leidenschaft machen und sich Mühe geben und so. Und Thomas ist für mich einer der besten Väter, die ich je kennengelernt habe. Das ist für mich auch eine wichtige Grundlage. Ich kann schwer mit Menschen umgehen, jetzt also Männer, so Väter, die Kinder haben und so sagen, ja, ich konnte die ersten Jahre gar nichts damit so anfangen, jetzt langsam geht das so los. Jetzt, wo er 12 ist, da geht bei mir schon, da ist schon bei mir Ende eigentlich. Oder wenn einer eben mit 35 sagt, ja, ich weiß nicht so mit Kindern, ich bin irgendwie noch nicht so weit und so, dann denke ich, Digga, hast du echt ein Problem, ne, mit 35 noch nicht zu wissen, was du mit dem Kind machst. Dann lass es auch, wirklich, besser so. Und so. Und Thomas war halt schon immer einfach ein ganz, ganz toller Vater. Das gehört noch dazu. Weil das reicht jetzt. Ja, lass uns über was anderes. Du hast Angst vor dem Leben. Ja, die beiden haben ja auch, ihr habt ja auch Kinder sogar im gleichen Alter, glaube ich. Redet man mal so drüber, weil ich meine, man hat ja dann immer so, dann haben die Kinder so eine Phase und dann ist man verzweifelt und denkt, ich mache alles falsch oder so. Redet man da als Väter auch drüber? Ja, klar. Wir kennen unsere Kinder ja gegenseitig auch ganz gut. Also ja. Sowohl mein Kind hat wahrscheinlich Sascha mal auf seinem Schoß und andersrum und so. Also man kennt die also ja, seit die ganz klein sind. Meine Tochter hat schon mal die ganze Familie angesteckt mit Magen-Darm. Ja, aber wenn man das erstmal einmal Magen-Darm... mich angeleckt hat im Restaurant. Ja, das hat die ganze Familie... Das schweißt unheimlich zusammen. Stimmt, ja. Das schweißt zusammen. Und Klaas, schön, hat, Klaas ist ja jemand, eben noch. Ne? Ich hatte ja Husten, ich huste ja die ganze Zeit nach links, weil ich ja mit ihm auf Tour gehen muss. Ja. Wenn das sagt, alles die nächsten Termine nächste Woche übrigens fahren aus. Also... Klaas sagt ja mal, ich werde nicht krank, keine Sorge, heute auch. Ne? Ich so, Klaas, ey, hallo, nein. Schön dich zu sehen, aber ich habe so letzte Woche noch und so ein bisschen Husten gehabt. Nee, ich werde nicht krank. Nein, und das hatten wir dann auch, meine Tochter war krank und hatte dann Durchfall und Magen-Darm und Klaas, ich werde nicht krank. Ja, eine Woche Halligalli zu Hause. Wie schön. Und ich erwische das ziemlich oft. So gibt's? Bitte was? Was du? Nee. Woher willst du das denn eigentlich wissen? Letztes Mal, als ich getroffen habe, musstest du auch nach Hause, weil irgendjemand... Oder war das diese Ansteckung? Ich muss nach Hause, ich werde nicht krank. Weil mein Kind gekotzt hat, ja. Und dann bin ich ja wohl nach Hause, mach das weg und sage, es ist nicht so schlimm. Macht man doch. Ja, okay. Was? Ja. Macht ihr zusammen Sport? Ja, wir machen zusammen E-Bike. Man muss eben auch wirklich beim E-Bike, man muss reintreten, sonst funktioniert es nicht. Aber er ist ja eher, du hast ja auch schon mal gesagt, er neigt ja auch dazu, es zu übertreiben. Nein, also, schau ihn dir an, was für eine Maschine neben dir sitzt. Jürgen macht hier sehr viel Sport. Ich habe mich jetzt angezogen, extra für euch. Und wenn man mit ihm dreht, dann ist man besser beraten, wenn man auch ein bisschen Sport im Vorfeld macht. Dann sieht man aus wie eine Wurst neben ihm. Das kommt gar nicht gut. Erst recht nicht als Kommissar. Aber Thomas sagt, Jürgen sagt ja auch, er glaubt sehr an den amerikanischen Traum. Jeder kann erreichen, was er will. Ja, das stimmt. Also auch so einen Adonis-Körper zu haben, Thomas. Das sollten wir hoffen. Ein kleiner Mann von 1,70, der jetzt nicht ganz dick ist. Das ist alles. Aber du hast schon einen wunderschönen Körper. Dankeschön. Also durchdringend angekommen. Aber Jürgen hat gerade, finde ich, er muss da mal tauschen. Jürgen hat mir gerade extrem aus dem Herzen gesprochen, als er über gute Väter gesprochen hat. Mir geht das nicht anders. Ja. Dein Vater war US-Soldat. Ja. Und naturgemäß häufig weg und naturgemäß bist du häufig umgezogen. Wie war das Verhältnis zu ihm? Was für ein Verhältnis baut man auf als Kind? Naja, das Verhältnis war sehr gut, aber wahrscheinlich nicht sehr realistisch, weil als Kind möchte man seinen Vater lieben und das habe ich natürlich auch getan. Und er hat mir auch nie einen anderen Grund gegeben, also einen Anlass gegeben, das nicht zu tun. Aber natürlich hätte ich ihn gerne mehr gesehen. Ich habe ihn sporadisch gesehen, beziehungsweise meine drei Brüder und ich, wir haben ihn relativ selten gesehen. Nur ein paar Mal im Jahr und dann auch nur einen Tag oder so. Also es gab nie so längere Zeiten. Also das wäre schon schön gewesen, aber ich fand ihn großartig. In der Serie geht es ja auch sehr darum, dass die Figuren sich sehr mit der Vergangenheit konfrontiert sehen.
löst das beim Dreh oder bei der Lektüre des Drehbuchs Gespräche aus, wo ihr euch auch sehr mit eurer Vergangenheit stellt und wo diese Erzählung in die Rolle, in die Rollenerarbeitung also einfließt? So eins zu eins ist das nicht, sondern wir sind natürlich generell davon überzeugt, dass du die Vergangenheit nicht los wirst, einfach so. Die ist ein Teil von dir und du musst halt lernen, damit zu leben, egal wie sie jetzt war, ob sie sehr schön war oder ob auch manche Sachen vielleicht nicht gut waren. Wir müssen halt damit leben und manchmal holt sie dich auch ein. Also Dinge, die du halt nicht verarbeitest, die holen dich halt ein, weil die kommen einfach irgendwann zurück und irgendwann bist du damit konfrontiert. Und das passiert halt den Figuren auch. Deswegen ist es ja halt auch für uns so realistisch. Deswegen war es eben beim Lesen auch so, dass man gedacht hat, das hat Matthias mal wieder gut gemacht. Das ist berührt einen, betrifft einen, weil man das eben selber auch denkt so oder fühlt oder auch schon erlebt hat, dass Dinge eben kommen, wo du gedacht hast, die bleiben da irgendwo vergraben und dann musst du damit irgendwie umgehen. Wir haben auch für diese beiden Jungs ein Spiel vorbereitet. Ja. Und da auch hat die Requisite wieder weder Kosten noch Mühen gescheut, alles rauszuholen. In ZDF-Farben auch. Ja. In den ZDF-Farben, genau. Und, ein bisschen aus wie Lollis. Jeder kriegt eins, beide sind gleich bedruckt, und er. Es geht darum, dass wir rausfinden wollen, wie gut ihr euch wirklich kennt. Ich werde euch jetzt sehr schnell hintereinander 10 Fragen fragen und ihr werdet einfach nur die richtige Antwort nach vorne drehen, bitte. Habt ihr denn das auch abgefragt im Vorfeld? Oder alles recherchiert. Also den mache ich mal so, weil dann bin ich mit beiden der halbe Weg. Das wäre jetzt professionelle Vorbereitung. Ach so, wenn man jetzt, man soll dann sagen, das ist er, das bin ich oder wie? Genau. Also das ist jetzt nicht so kompliziert. Du wirst es gleich verstehen. Wenn ich die erste Frage stelle, hast du es verstanden. Ich sage immer, in der Regel ist der Schauspieler ein dummer Mensch. Ja. Deshalb predigen wir seit 20 Jahren. Wer sieht nackt besser aus? Hey. Das ist doch schon mal eine Übereinstimmung. Punkte oder wie ist das? Nein, nein, aber wir gucken einfach. Wir gucken da schmunzelnd drauf. Wer gewinnt beim Armdrücken? Ach so, Einen größeren Arm. Ja, wer größer Hebel. Arm ist. Besseren Hebel. Warum gibt es denn wohl Gewichtsklassen? Aber das müssen wir jetzt nicht vorführen. Wer ist eitler? Wer ist eitler? Sehr gut. Wer ist wehleidiger? Wunderbar. Wer hat häufiger schlechte Laune? Das war ja super. Meinst du, es ist wirklich so, oder hat es noch nicht verstanden? Haben Sie das Spiel nicht verstanden? Nee, muss ich ehrlich sagen, weil er mich oft fragt, sagt, Thomas sieht mich ganz oft so und er kennt mich auch schon sehr gut und so, alles gut? Alles gut? Ich so, aber heute ist es irgendwie nicht so. Ist irgendwas? Und so. Und dann lüge ich halt immer so. Nee, ist alles super. Weißt du? Und insofern muss ich jetzt mal zugeben. Bist du doch wieder. Willst du die anderen Punkte auch revidieren? Nein. Bei den anderen Wer hat häufiger schlechte Laune? Was? Das hatten wir doch gerade. Ach, gerade, okay. Ja, ja. Danke, aber es war gut, du hast mir die Chance gegeben. Wer kann besser tanzen? Kann ich auch so bleiben? Nein. Ja, dann sage ich ja. Ihr sollt jetzt nicht hier einen auf cheesy machen, sondern soll ehrlich cheesy sein. Ja, okay. Aber ich bin mir sicher, dass er besser kann. Wer hat den längeren PKW? Steht hier. Das hast du schon mit Steht hier. Ja. Es ist aus der Spieleredaktion, Freunde. Ja. Da habe ich nichts mit zu tun. Oh, das ist schwer. Ja. Da sage ich mal ich. Sind ungefähr gleich lang. Also mein Auto. Sag mal so, mein Auto ist kleiner. Es ging ja nicht um dick, es ging ja um lang. Ja, ja, ich weiß. Dick wissen absolut, wir ja das schon, hatte ich Thomas. Schon verstanden. Dank deiner ausführlichen Schilderung von vorhin. Aber beim PKW geht es ja auch ein bisschen um hoch und niedrig. Mhm, und genau, aber es geht jetzt hier um Länge. Es geht um Pferdestärken. Ja, ja, also und wie von du der fährst. Länge her. Vor allem, wie du fährst damit. Nee, ich sag, ohne Führerschein ein bisschen schwierig. Ich sag, ich. Wer kann besser flirten? Das ist schwer. Oh. Ich sag mal ja. Wer hat mehr kriminelle Energie? Oh. Ach, du? Wer hat den längeren Nein, PKW? Das falsch. Ich frag nochmal. Ja? Ja, ich. Okay, gut. Na, dann bin ich doch jetzt zumindest schon mal zufrieden. Schön, Test bestanden, super. Gut. Toll, dass ihr hier seid. Tolle Rechtsanspruch.